Konnichiwa Minasan, Yukido Des. Der eine und der einzige Yukido. Und heute zocke ich den Nachfolger von Super Mario Land 2, weil es Sinn macht, quasi den dritten Teil der Super Mario Land Folge. Konsequenterweise Wario Land. Ja, das ist richtig. Im dritten Teil spielen wir nicht Mario, sondern Wario, den wir hier gerade sehen, wie er ein Piratenschiff verfolgt, senkt und auf ihm gleich rumhüpft. Ja, die Story schließt gleich an den zweiten Teil an, und zwar sind wir jetzt eben Mario, der ja aus seinem Schloss vertrieben wurde, also sein geklautes Schloss, und der jetzt von den Piraten Schätze holen will, um sich ein neues Haus zu kaufen, bauen, wie auch immer. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, scheiß auf die Prinzessin und alles drum und dran, wir wollen einfach nur Geld, um eben ein schönes Haus dann auch zu haben. Deswegen werde ich das vielleicht auch ein bisschen gescheiter spielen als Mario, weil ich will natürlich, dass Wario ein schönes Haus bekommt. Ganz wichtig, das Spiel ist komplett blind. Ich habe es noch nie in meinem ganzen Leben gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe ein bisschen nachgelesen natürlich. Es soll so funktionieren wie Super Mario Land 2. Im Prinzip fast dasselbe, nur dass es die Welten linear hintereinander kommen und man nicht auswählen kann. Deswegen wird es auch ein bisschen schwieriger werden wahrscheinlich. Mal sehen, wie es da mit den Speicherständen wird. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen liberaler mit umgehen. Sprich, häufiger Speicherstände verwenden als bei Super Mario Land. Offensichtlich sind wir jetzt hier auf der Piraten-Schatzinsel gerade gestrandet. Und dann fangen wir einfach mal an und ich lasse mich überraschen. Und, okay, das ist also doch schon die erste Welt, oder wie? Sind wir bei... Leider kann ich das unten nicht so genau lesen, ob es Rice oder... Bice oder sowas, Beach ist wahrscheinlich Rice Beach. Dann fangen wir damit mal an. Ich habe Kurs Nummer 1, das ist schön. Okay, ich habe auch gelesen, dass es auch Power-Ups für Mario geben soll. Und das ist genau, mit den Gegnern ist es so, wenn man drauf hüpft, hat es mehr so ein Super Mario, also Super Mario 2 Effekt. Also das nicht wirkliche Mario 2. Das falsche Mario 2, das ist nämlich, dass man die Gegner rumwerfen kann eben. Ansonsten soll es, wie gesagt, viele, viele Power-Ups geben. Und die kann man dann an der Mütze von Mario erkennen. Okay, ich mache mich gerade noch ein bisschen mit der ganzen Steuerung vertraut. Wenn man nur B drückt, bringt Mario eine Tackle-Attacke mit dem Bauch quasi. Mit dem er wohl die meisten Gegner tatsächlich treffen kann, außer genau die mit dem Speer, die muss man dann von der anderen Seite, also die kann man nicht von vorne, die muss man schon von der anderen Seite treffen. Aber die hier, die scheinen wohl, ja genau, so. Schon irgendwie lustig zu gehen. Ansonsten gibt es auch zerbrechbare Blöcke, wie bei Mario. Es gibt Herzen, die man sammeln kann. Die werden unten angezeigt. Weg damit. Und das ist jetzt, das ist der Stier da, das macht ihn irgendwie wohl noch kräftiger, und irgendwie kann man noch bei manchen haben auch irgendwie Extra-Angriffe, genau, also wenn man runter und B, dann hat es so ein, ja, quasi so ein, wie manche Charaktere ja auch bei Super Smash Bros. Melee haben, so der Stein von Kirby so ein bisschen, naja, nicht ganz so ihr Donkey Kong, wie auf den Boden schlägt. Okay, mal schauen, dann kann man wohl auch genau hier runter, das habe ich mir gedacht. Denkt dran, Leute, ist wirklich komplett, ich schwöre, ist alles blind. Alles, was ihr hier seht, ist zum ersten Mal gemacht von mir. Was gibt es hier noch? Oh man, nein, und jetzt komme ich nicht mehr ins Herz ran. Zu tragisch. Okay. Ja, schade, egal. Okay, ist schon irgendwie lustig mit dem Wikingerhorn. Hat schon so ein bisschen was von Asterix oder sowas. Okay, das Fass geht wohl nicht auf. Okay, was kann ich noch alles machen? Okay, das kennen wir natürlich nicht in die Fleischpflanze, wollte ich schon sagen. In die fleischfressenden Pflanzen gehen. Weg damit. Okay, das war dasselbe wohl nochmal.
Okay, und hier muss ich wohl noch irgendwas... Ah! Ja, unsichtbare Blöcke. Woher kennen wir das nur? Okay. Bisher... 43 Münzen. 44 Münzen. Ah ja, gut, okay. So den ganzen Level mache ich dann vielleicht auch nicht. Okay. Yay, einzelne Münzen. Ah! Genau, und wenn man blöd ist wie ich, dann wird man zum Mini-Wario, der so aussieht. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Egal. Ab in die Tür. Genau, und wenn man so als kleiner Wario in den verliert, genau wie bei Mario eben. Okay. Sollte uns das jetzt irgendwas beibringen? Und ich bin wieder großer Wario, das ist irgendwie cool. Okay. Oh, ich habe sogar Münzen verloren. Was, wie fies ist das denn? Und jetzt? Oh, nein. Oh, ist ja voll fies. Kann ich jetzt so oft ziehen, wie ich will, oder was? Yay, Münzen. Ja, egal, lass mir das. Yay, Treasure. 24 Münzen. Juhu. Das hat es jetzt voll gebracht. Ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt so die Norm ist von Münzen, wie viel man haben muss und sowas. Gehen wir weiter am Strand, würde ich sagen. Kurs Nummer 2. Ich bin gespannt, was noch kommt. Wow, raus aus dem toten Kopf. Und gleich wieder zum Stier werden hier. Super. Okay, ich gehe einfach mal weiter oben entlang. So die normale Mario-Strategie. Ah, Mega Man. Krasse Scheiße. Was gibt's hier? Bonus! Okay, jetzt haben wir... Ah, der Drachenhut. Mit dem ich Feuer speien kann. Wenn ich nicht gerade von irgendwas getroffen werde. Oh man. Schade, ich hätte gerne einen Drache. Ja, ein Drache sein wollen. Oh man. Okay, probieren wir das nochmal. Ich meine, mir war schon klar, dass ich in dem Spiel um einiges häufiger sterben werde als bei Mario. Ich muss zugeben, ich will wieder gerne Drache sein, deswegen gehe ich einfach mal da wieder hoch. Ohne es großartig auf meinen Gegner zu achten. Oh man, mein Fernseher macht das echt nicht mehr lange mit, habe ich so das Gefühl. Irgendwie die Bildqualität wird immer schlimmer. Ich weiß jetzt, also sollte man bei dem Video auf YouTube es nicht sehen, aber glaubt mir einfach, wenn ich das sage. Wow, das war süß. Ah, man kann also auch ducken und speien, das ist gut. Ich habe gelesen, dass Feuerspeien mit dem Drachen geht sogar unter Wasser, was schon irgendwie ziemlich krass ist. Ah ja, wird sogar gleich gezeigt. Dann, okay. Etwas komische Grafik dafür. Sieht jetzt eher aus wie Laser oder sowas. Was irgendwie ziemlich cool ist. Ein laserspeiender Drache. Jo. Dann geht's mal weiter hier. So ist es gut. Oh, warte mal. Nein! Okay, kann ich da irgendwie... Achso, B und hoch war's, ja. Genau. Ah, ich nehme mal an, das ist jetzt einfach ein Checkpoint. Ja. Ich schaue jetzt einfach mal, was noch auf der Seite ist. Ja, Drache, sehr schön. Weg mit dir. Oh ja, das ist ja super. Das gefällt mir sehr. Und eine Münze. Wenn mal das Spiel keinen Kapitalismus lehrt, dann weiß ich auch nicht. Okay, das ist ja schon das nächste. Ah, der Hoppelhase. Oh mein Gott, Bugs Bunny.
Ach nee, das ist Chatpack. Ach, scheiß drauf, scheiß auf den Chatpack. Ich nenne das jetzt wieder den Bugs Bunny Modus. Oh Mann, ich sehe schon, da kann man wirklich sehr lange in dem Level verbringen, um einfach nur Münzen zu sammeln. Puh. Okay. Ja, wie gesagt, allzu lange will ich es dann auch nicht unbedingt halten. Schließlich will ich ja auch noch was anderes machen. Außer die ganze Zeit Wario zu spielen. Deswegen, oh verdammt. Ich sollte da tatsächlich mal ein bisschen besser aufpassen. Oh. Ja. Ja, ab, ab. Ah. Oh, zum Glück wieder ein normaler Wario. Das ist sehr beruhigend. Und wieder hier. Nein, nein, mein Herz. Achso, nicht mein tatsächliches Herz, sondern naja, ihr wisst schon. Und weiter geht's. Münzen und irgendein komisches Viech. Ah. Ah. Na egal. Und was ist das jetzt wieder? Ich kann es echt nicht auseinanderhalten, noch nicht. Drache, das ist schön. Stirb, stirb im Feuer der Gerechtigkeit. Oh, das gefällt mir irgendwie. Feuer der Gerechtigkeit. Ist das etwa schon ein Endboss? Wenn ja, dann war es der einfachste Endboss ever. B und hoch. Yay! Okay, daran kann ich mich gewöhnen. Nehmen wir diesmal vielleicht den Eingang. Darf ich nicht? Na toll. Okay, nehmen wir mal diesmal den hier. Yay, Geld. Weil ich nicht wieder einen auf den Kopf haben will, nehme ich das gleich in die Kasse und... Ja, ciao. Okay, wie viel habe ich noch? Okay. Ja, 2 Minuten ungefähr noch. Gut, in Anbetracht dessen, dass es schon lange genug gedauert hat, die ersten 2 Level hier zu machen in der Welt. Übrigens endet natürlich jede Welt wie immer mit einem Endgegner, wie auch bei Super Mario Land 2. Ja, ende ich dieses Video hier. Nächstes Mal fangen wir also an mit dem dritten Level vom Strand. Und wir sehen uns. Ich bin gespannt. Tschüss, Leute. Bis dann.